Was sind diese veganen Chicken Nuggets, von denen jetzt alle reden? Sind das diese veganen Chicken Nuggets? Vegane Chicken Nuggets, ja. Also für Sie dann einmal die. Wenn Sie mich fragen, ist das ja nur eine Modeerscheinung. Vegan. Ja, also ich esse schon noch Fleisch. Aber natürlich nur ausgesucht und Bio, klar. Und dann Alter, Bio-Rinder müssen ja auch für dich sterben. Ja, ich esse ja wenn dann auch nur Hähnchen. Wenn überhaupt. Ne? Also. Ja, junger Mann, haben Sie sich dann langsam entschieden? Oh, das ist schwer. Die Entscheidung liegt in unserer Hand. Wir können jetzt was tun. Der Fleischkonsum ist in den letzten Jahren noch mehr gestiegen als der Meeresspiegel. Und Soja zum Beispiel ist eine super Alternative zu tierischen Produkten. Ja, genau. Und diese umweltschonenden, plastikverpackten Ersatzprodukte auf Soja, Erbsen, Weizen, Protein, Palmölbasis sehen dann alle aus wie Fleisch, ja? Ich meine, wo ist denn da der Sinn? Weil die Leute, die jetzt Fleisch mögen, aber keins mehr essen wollen, ne? Aus den bekannten Gründen, für die ist das ja schon eine Alternative. Ne? Könnt ihr eure Grundsatzdiskussion vielleicht mal wann anders führen? Ich habe Hunger. So, ja, Entschuldigung, klar. Sorry. Also wenn Ihnen die Entscheidung so schwer fällt, dann haben Sie mal dran gedacht, dass Sie auch die Proteine brauchen. Also gerade Sie als Mann sind Sie doch, oder? Ja, natürlich. Dann Rindfleisch mit Paprika und Zwiebeln. Soja hat einen Eiweißgehalt von 35%, Rindfleisch von 25%. Nee, aber weißt du, was ich weiß? Ich lasse mich jetzt hier nicht von irgendeiner Hafermilch, Annalena, mit Prozenten vollquatschen und mir vorschreiben, wie ich mich zu ernähren habe. Wenn ich einmal in der Woche Fleisch esse, ja, natürlich Bio, dann schadet das ja wohl niemandem. Hallo, sind Sie noch bei uns? Ja, niemanden außer deinem Cholesterinspiegel und dem Planeten. Ja, genau. Und wenn du mit dem Auto zum Demeter-Kohlrabi-Kauf in den Biomarkt fährst, dann geht deine bio-deutsche Gutmenschenrechnung doch auch nicht mehr auf. Ich flieg dafür weniger und dafür darf ich Fleisch essen. Alles ausgeglichen. Oh, wow, du bist wirklich so utilitaristisch. Hast du das Wort gerade neu gelernt? Ich meine, denkst du auch vielleicht nur ein einziges Mal an die Tiere? Wenigstens essen die Tiere meinem Essen nicht das Essen weg. Anscheinend sind nicht nur deine Essgewohnheiten zurückgeblieben. Wow. Ja, geben Sie mir einfach einen Bagel. Bagel. Einfach einen Bagel, ja. Avocado oder Lachs? Na, ihr Freaks im Internet, auch hier. Jetzt bloß nicht falsch im Internet abbiegen. Bleibt noch ein bisschen hier auf dem Kanal und greift euch ein, zwei Lacher für unterwegs ab. Da oder da oder da. Oder schaut in der ZDF-Mediathek vorbei. Da gibt es noch viel mehr von Studio Schmidt. Liebe Grüße.